eigentlich bei mir eine ganz lustige Situation, weil ich habe als Bursch so bis 12 Jahre im Feld gespielt und es ist dann einmal vor dem Spiel der Tormann ausgefallen, der was üblicherweise im Tor gestanden ist und dann hat es eben in der Kabine geheißen, wer geht ins Tor. Und dann, wir waren alles so gleichaltrige Burschen und zum Teil Freunde und dann hat es halt das ergeben, dass es ich probieren soll. Und ja, das Spiel haben wir dann gewonnen und seitdem ist das eigentlich dann ja so vorangegangen. Ich habe dann noch eine Zeit lang im Feld gespielt, aber mich dann schon mehr aufs Tor konzentriert und ja, seitdem eigentlich im Tor geblieben. Das war mit so 15, 16 Jahren, wie ich neben dem Beruf, was ich ausgeübt habe, täglich zum Training gefahren bin, zur ersten Mannschaft, damals noch in Salzburg, war das ja, ein Fulltime-Job, wie man sagt. Man hat gearbeitet bis 3, 4, hat dann den Chef gefragt, ob man eine Stunde oder zwei früher gehen kann, dass man es zum Training schafft noch. Und das war ihm dann mit 16 so ein springender Punkt, dass man noch die Lehre fertig macht und dann praktisch Profi wird. Und das war dann mit schwach oder mit gut, gerade erst 18 waren, hat sich dann das so geschnitten, dass ich ihn ausgelernt habe und dann als Profi übergangen bin. Ja, ich scheue mich keiner Verantwortung. Von daher ist es sicher was Schönes, Verantwortung zu übernehmen. Als Dortmund hat man sie über die ganze Spielzeit eigentlich, weil man ja für jede Situation alleine dasteht. So, hinter einem ist keiner mehr und darum ist da sicherlich ein bisschen anders zu arbeiten wie am Feld. Aber wie gesagt, das taugt mir, die Verantwortung zu übernehmen und ja, mit dem komme ich sehr gut zurecht, weil einfach mittlerweile eben so gute Spiele um mir sind auch, dass es auch Spaß macht und dann sich gewisse Erfolge teilen kann und so und das ja, drückt dann den Tormann vielleicht noch mehr aus, wenn er bei so Erfolgen dabei ist. Ja. Naja, sie sagen im Fußball, der Tormann muss verrückt sein. So, von dem ja, bin ich bestimmt zum Teil, ja, aber klar muss der Tormann muss am ganzen Körper trainiert sein, muss eine gewisse natürliche Voraussetzung haben auf alle Fälle. Und muss sich trauen, gegen die Spieler zu laufen, beziehungsweise sich gegen die Spieler zu hechten. Und da geht es eigentlich an, diese Überwindung in jungen Jahren zu finden, dass man dann Schritt für Schritt sich raufarbeiten kann. Und ja, der Tormann ist sicher Einzelsport in einem Mannschaftssport. Ja, auch eine sehr interessante und eine sehr positive Zusammenarbeit seit fast 7 Jahren jetzt, weil durch mein Kommen nach Italien 2001 hat mich die Firma praktisch kontaktiert und mich gefragt, ob wir nicht zusammenarbeiten wollen und ich war natürlich überhaupt nicht abgeneigt, weil man hat gewusst oder man hat die Firma gekannt, dass sie für die besten Handschuhe der Welt dastehen und das war für mich eigentlich wichtig, wenn du die Möglichkeit hast, das Material zu wählen und das war mir eben gut getan, wie ich nach Italien gekommen bin, hat es da für mich kein Nachdenken gegeben. Für mich war Reusch die Nummer 1 Adresse und von da an hat es eigentlich immer super zusammengearbeitet. Sehr wichtig, weil was vielleicht für einen Spieler die Schuhe sind für einen Tormann die Handschuhe. So, es ist mir sehr viel wert getan, mit dem Handschuh vorher zu trainieren, ihn praktisch gewohnt zu werden und dann nicht zu oft zu wechseln. So, ich bin nicht einer, der was jetzt bei schlechtem Wetter, kaltem Wetter, warmem Wetter den Handschuh wechselt, sondern ich behalte mir ein Modell bei und mit dem spiele ich dann das ganze Jahr oder bis zum nächsten Modell halt, wie man sagt. Ja.
Und von daher ist es mir wichtig, jetzt einen Handschuh gefunden zu haben, der mir wirklich super passt und mit dem ich eigentlich super Erfolge gefeiert habe. Und dadurch gibt dann eigentlich die Zusammenarbeit recht, dass man sich für einen Handschuh einen Monat, zwei interessiert, ihn probiert, ihn ein bisschen umändert, wenn was nicht passt. Aber wenn man dann gemeinsam zu einem Resultat kommt, das was einem dann taugt, das hilft einem dann am Platz natürlich umso mehr. Der Strap, der Knetverschluss mit diesem elastischen Strap, weil der macht die Hand zum Handschuh eins. Und das ist mir sehr wichtig, dass da praktisch ein nahtloser Übergang ist, wie man sagt, ohne Falten, ohne Nähte und so. Und darum ist das ein sehr gutes Feature, was der Handschuh hat, dass er diesen elastischen Strap hat. Und darum ist das eben so gedacht, dass ihm der Handschuh mit der Hand eins wird. Ja. Ja, auf alle Fälle die Betreuung. Ich habe Erfahrungen gemacht in früheren Jahren und da hebt sich Reusch eigentlich ab von dem Ganzen, dass sie auf einen Dormann eingehen, dass sie die beste Qualität dem Dormann bieten können. Und 24 Stunden Betreuung da ist. Und das ist für einen Dormann wichtig, weil man ist oft in einer Situation vielleicht, wo man sagt, okay, man braucht was anderes, man hat einen Wunsch, der was schnell gehen muss und den machen es fast in zwei, drei Tagen hat man dann diesen Handschuh, was man sich wünscht, beziehungsweise was man braucht. Und das ist eigentlich das Merkmal der Firma, dass sie einfach die beste Qualität in kürzester Zeit umsetzen können. Ja, ich hoffe viele Spiele mit Reusch-Handschuhen. So, das wird heißen, dass ich oft im Tor stehen werde und hoffentlich auch den ein oder anderen Erfolg feiern kann, weil es für eine große Mannschaft sehr wichtig ist, dass sie was gewinnt. Und wie gesagt, wir bereiten uns auf eine super Saison vor und wir sind schon gespannt wie die Fans, was am Ende rausschauen wird, aber ich bin sehr positiv eingestimmt und ich glaube, dass das heuer soweit sein wird, dass wir uns wieder gemeinsam über was freuen können. Ja, das ist gar nicht einmal so einfach, weil es muss jeder seine Erfahrungen selber machen. Aber den Tipp, was ich an jeden geben könnte, ist einfach hart trainieren, horchen, was der Trainer von einem will und sich selbst finden dann vielleicht. Wenn man mal ein Tor kriegt oder so, nicht gleich böse sein oder den Kopf in den Sand stecken, sondern es geht weiter. Es hat ja jeder hunderte Tore kriegt im Training, in den Spielen und so und es ist nicht so, dass immer der Dormann schuld ist, von daher muss man einfach an sich selbst glauben, arbeiten und vielleicht das ein oder andere Mal eine extra Schicht einlegen, wenn die anderen vielleicht im Zimmer liegen oder baden gehen oder was anderes machen. Ja. Super, danke.